So, einen wunderschönen guten Morgen, einen schönen Dienstagmorgen an alle Clubmitglieder, an alle Gäste. Willkommen zu einer weiteren neuen Runde Market Roundup. Es bleibt weiter spannend an den Märkten. Es passiert zwar nicht so viel, wenn man auf die großen Indizes schaut, allerdings gibt es dann doch im Hintergrund einiges, was es Interessantes zu wissen gibt. Insbesondere auch so ein bisschen, was die nächsten Quartalszahlen angehen. Wir werfen später nochmal einen Blick auf so ein paar Charts und wie sich gegebenenfalls hier Muster entwickeln könnten. An der Stelle würde ich sagen, starten wir wie immer mit einem Blick auf den DAX und bewegen uns einmal durch die Indizes. Wir starten quasi einmal mit diesem Chart. Man sieht es ganz gut hier, wie sich der DAX in den letzten, jetzt wieder im Tageschart hier entwickelt hat. Man sieht es auch hier eingezeichnet einmal die letzte Woche Montag in der blauen Linie. Wir sehen ganz gut, dass sich der DAX so langsam aus seiner letzten Konsolidierungszone zumindest herausentwickelt. Jetzt ist es natürlich noch kein deutliches Zeichen, was wir hier oben sehen, aber wir sehen, dass sich hier doch so eine Box gebildet hat, die jetzt hier zwei Hochs hatte, dann, wie gesagt, zum letzten Mal an der letzten Woche, Montagswoche, ein bisschen zurückgefallen ist, ja, und jetzt tatsächlich so ein bis zweimal so leicht über dieser Box war. Es kann gut sein, dass wir hier wieder reinfallen, aber wenn man hier auf diesen etwas länger gezogenen Aufwärtstrend schaut und der sich weiter anhält, dann könnte sich hier so eine langsam steigende Konsolidierungsphase ergeben. Muss aber nicht sein, denn wir sehen so ein bisschen, dass ja sich das Zinsumfeld gerade doch zu wandeln beginnt und man muss sagen, das führt so ein bisschen dazu, dass es doch ein wenig Euphorieabschwanken in den Märkten gibt. Sie halten sich noch erstaunlich gut, kann man so sagen, denn grundsätzlich muss man schon sagen, dass Zinssenkungen mittlerweile erst im Juni erwartet werden und auch vielleicht nicht mehr in der Anzahl, die man sich vorher so gedacht hat. Also während man oder die sehr euphorischen Charaktere an den Märkten wirklich so mit mehreren Zinssenkungen und deutlichen Zinssenkungen auch gerechnet haben, muss man sagen, ist das Bild bisher so ein bisschen zusammengerückt. Die Notenbanker haben doch relativ eindeutig gesagt, dass man vorsichtig ist, was zu schnelle und zu voreilige Zinssenkungen betrifft. Denn das hat in der Vergangenheit eher zu etwas negativeren Bildern geführt, als wenn man zu lange gewartet hat. Aktuell sieht das Bild ungefähr so aus. Ich habe es hier mal mitgebracht im Vergleich, wie sich so man kann sagen, sich so die Grundzinsen entwickeln oder entwickeln sollen in USA, in Europa und jetzt auch mal hier in Japan im Vergleich im Wissen. Wir haben so eine leicht steigende Tendenz in Japan, wobei man sich da noch relativ bedeckt hält und eigentlich seinen Kurs ganz gut weiter durchhält. Wir sehen aber hier oben, dass die Kurven doch nur leicht abfallend sind. Und wir haben zuvor insbesondere in den USA schon teilweise mit sechs Zinssenkungen gerechnet. Jetzt sind wir eher so bei 3 bis 4, auch startend im Juni. Ähnliches Bild, wie gesagt, auch bei der EZB, auch eher kleinere Zinsschritte erwartet. Und so sieht man ja, dass hier noch so ein ganzes Stück eigentlich weit zu gehen ist, bis so der erste Schritt kommt. Hier war teilweise noch ein bisschen mehr Euphorie angepriesen, aber mittlerweile ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich der erste Zinsschritt im März kommt oder beziehungsweise die Erwartungen der Marktteilnehmer so bei knapp 10%. Im Mai ist man mittlerweile auch nur noch bei ungefähr 30%. Wenn man mal jetzt vor einem Monat das Ganze betrachtet hat, waren es über die Hälfte, die es schon im März angedacht haben und tatsächlich über 90% im Mai. Jetzt, wie gesagt, die Tendenz eher in den Juni rein. Und das zeigt sich auch, wenn man halt sich die Anleihen anschaut. Wie gesagt, in Europa hatte man sowieso nicht mit so schnellen und so vielen Zinssenkungen vor allem gerechnet. Nichtsdestotrotz sieht man auch hier, dass sich ja wirklich die Anleihen, die 10-jährigen Bundesanleihen hier auf relativ hohen Niveaus auch konsolidieren und sich tatsächlich so ein leichter Aufwärtstrend hier auch ausbildet. Wir haben einen relativ starken Widerstand dort oben. Einmal bei diesen 2,4%, die sich auch über die letzten Jahre so ein bisschen mal abgezeichnet haben, aber natürlich auch bei diesen 2,5% hier oben im gleitenden Durchschnitt. Man muss sagen, nach unten hat man jetzt mittlerweile auch eine relativ starke Unterstützung hier ausgebaut. Also es zeichnet sich hier auch ähnlich wie beim DAX so ein Bild der Konsolidierung ab. Kommt auch so ein bisschen daher, dass sich die Inflation zwar normalisiert, man sieht es hier ganz gut in diesem Chart vom Manager-Magazin. Man sieht aber auch, dass vielleicht dieses schnelle Abfallen, was wir hier zum Ende des letzten Jahres gesehen haben, dass sich das aktuell nicht wirklich weiter durchzieht und man wirklich von dieser etwas
sticky oder etwas beständigeren Inflation spricht und dementsprechend auch ja, keine schnellen Zinssenkungen zu erwarten sind, sondern man auch möchte, dass sich das Ganze wirklich auf niedrigeren Niveaus wieder einpendelt. Wenn wir weitergehen und uns den S&P 500 anblicken, dann sehen wir hier ähnliches Bild tatsächlich zum DAX, nur in dem Fall einen deutlichen weiter positiven Aufwärtstrend, der zwar so ein bisschen mal ins Wanken gebracht wurde, auch hier, wie gesagt, am Montag mit auch ja, mehr oder weniger Aussagen zu den Zinsen, zu Zinssenkungen, wie sich das Ganze entwickeln kann, aber er hat sich dann doch wieder gefangen zum Ende der Woche, also ist weiterhin ja auch hier über 5000 Punkten. Der SI ist hier leicht aus diesem überverkauften Bereich wieder runtergefallen, also etwas wieder in diesen etwas beständigeren Bereich reingerutscht. Und wir sehen aber auch hier, muss man sagen, trotz des höheren Zinsbildes eine deutliche Beständigkeit in den Kursen aktuell noch. Das sieht man tatsächlich nämlich nicht, wenn wir jetzt auf die US-Staatsanleihen blicken. Die haben nämlich deutlich reagiert. Wir haben es gerade eben bei den deutschen Staatsanleihen gesehen. Da gab es eher so die Form, dass man die Konsolidierung mehr vorgesehen hat. Und bei den US-Staatsanleihen sind wir hier tatsächlich aus dieser Konsolidierungszone wirklich ausgebrochen, auch nachhaltig ausgebrochen. Also wir hatten den Start hier am Montag und dann gab es den Sprung nach oben, den wir umgekehrt natürlich beim S&P 500 so gesehen haben. Allerdings hat der sich wieder gefangen und die Zinsen sind aber hier weiterhin beständig geblieben. Es ist also hier ein deutlicher Trend eigentlich zu erkennen, also beziehungsweise eine Tendenz nach oben, eine deutliche zu sehen. Und dieser Widerstand, der ist aber relativ stark hier bei diesen 4,3%. Wir haben ihn hier im Dezember mal gesehen. Zum einen ja nach diesem Sprung wieder nach oben. Wir kennen ihn aber tatsächlich auch aus der Vergangenheit hier aus dem September. Das heißt, das sind relativ beständige Widerstände, allerdings ja, natürlich nichts gegenüber Aussagen, die gegebenenfalls auch von den Zentralbanken getätigt werden. Wichtig, wie gesagt, 3 bis 4 Zinssenkungen, die noch erwartet sind. Und das kommt tatsächlich auch daran, dass wir in den USA schon ein etwas längeres Bild dieser Inflation haben, dass sich hier zum Ende hin abzeichnet, was wirklich sticky ist und wo wir jetzt, muss man auch sagen, etwas bessere Raten erwartet haben. Und all das führt halt zu diesem Szenario, dass die Zinsen nicht allzu schnell sinken. Und dementsprechend ist es eigentlich erstaunlich, dass die Indizes hier sich gerade noch so beständig halten. Aber die Euphorie scheint hier auch geblieben zu sein, kommt so ein bisschen aus dem vergangenen Wirtschaftswachstum. Insbesondere in den USA war es ja positiv. Auch in Deutschland, auch in Europa erwartet man, dass man jetzt so mal die Talsohle erreicht hat und etwas bessere Zukunft auf uns wartet, zumindest rein wirtschaftlich gesehen. Und dementsprechend wahrscheinlich auch noch die Beständigkeit hier in den großen Indizes. Wo man weiterhin vergebens, kann man sagen, auch auf einen Ausbruch bisher wartet, ist jetzt hier der Russell 2000, hier jetzt mal wieder im Wochenchart, muss man sagen, wurde in der letzten Woche hier wieder erneut der Widerstand hier oben getestet. Das heißt, wir sind weiterhin hier gescheitert, wieder ein Stück zurückgelaufen, also befinden uns in dieser Range. Wir sind zwar am oberen Rande, aber wir warten hier weiterhin wirklich auf positive Impulse. Ein kurzer Blick auf den Hang Seng, kann man sagen. Der Hang Seng hat auch ein unverändertes Bild. Man sieht es jetzt hier mal im Tageschart. Ich habe in den letzten Wochen immer mal den Wochenchart gezeigt, aber man sieht ganz gut, dass dieses Bild tatsächlich weiter deutlich nach unten zeigt. Weiterhin eine Abwärtstendenz da ist. Man hat zwar jetzt mal hier in den letzten Tagen positivere Signale gesehen. Man sieht so viele positive blaue Kerzen. Gab es nicht allzu oft in der Vergangenheit, aber es gab sie mal wieder und es gab danach auch gerne mal eine weitere Konsolidierung oder Abwärtsphase. Das heißt, hier wartet man auf weitere positive Effekte, auch nachhaltigere positive Effekte. Man sieht eine leicht positive Tendenz, aber ja, das ganze Bild bleibt, muss man sagen, negativ. Und auch beim Nikkei zeigt sich tatsächlich wieder ein ähnliches Bild. Wir haben ja diese Phase jetzt über eine lange Zeit gehabt, diese Seitwärtsphase nach dem letzten stärkeren Anstieg. Dann ist man ausgebrochen zum Start des Jahres. Es gab quasi diese neuen Hochs, die wir hier gesehen haben, zumindest die neuen Hochs der letzten Jahre, sind dann wieder in so eine Konsolidierungsphase reingelaufen, längst nicht so lange wie in der vorherigen Zeit, aber sind dann wieder nach oben ausgebrochen und tatsächlich bahnt sich jetzt hier wieder etwas Ähnliches an. Wir wissen, es hängt auch sehr, sehr stark natürlich an den Yen-Kursen. Also die sind sehr stark dafür verantwortlich. Es kommt so ein bisschen darauf an, ja, wie sich das Ganze jetzt wirtschaftlich abbildet. Es gibt ja so ein paar Sondereffekte, kann man so sagen, ja aktuell in Japan.
Allerdings ist es noch gefüttert, insbesondere durch einen schwachen Yen, durch starke Exporte. Und dieses Ziel von ungefähr 3% bis zum Allzeithoch bleibt aber ungefähr bestehen, weil wir auch wirklich auf diesen Niveaus hier verharren. Was auch noch ganz spannend ist, ist tatsächlich, dass so langsam sich eine leicht steigende Tendenz hier im VIX abzeichnet, also im Volatilitätsindex für den S&P 500. Hier geht es ja um die impliziten Volatilitäten auch. Es gibt da quasi zwei Formen, die historischen und die impliziten. Und wir sehen aber grundsätzlich, dass wir hier so eine leicht aufsteigende Tendenz haben. Und diese leicht aufsteigende Tendenz, so ein bisschen auch aus den vergangenen Tagen, diesem leichten Absturz hier, den wir gesehen haben, gerührt ist, aber auch so ein bisschen natürlich aus den vergangenen Zahlen und dem, was jetzt wirklich rund um die Zinsen erwartet wird. Also nicht vergleichbar mit dem, was wir hier in dem letzten Jahr gesehen haben, aber die Tendenz hier ist doch leicht steigend. Gehen wir rüber in die Einzelaktien-News. Wir gucken uns mal wieder an, was in der letzten Woche passiert ist. Es ist tatsächlich einiges passiert, kann man so sagen. Genau, nochmal ein kurzes Hallo in die Runde. Wir haben ein paar spannende News gehabt, die auch mal so ein bisschen aus der Reihe teilweise gefallen sind und wo sich teilweise so ein bisschen wieder was verändert hat. Wir haben zu einem oben Uber, führender Fahrdienstleister, kann man so sagen. Hat ja so ein Lyft in der letzten Zeit so ein bisschen abgehangen und man muss ganz klar sagen, ja, dass dieses Beispiel, worüber ich die letzten Woche immer gesprochen habe, sich auch bei Uber so ein bisschen abskizziert hat. Also alle, die in den letzten ein, zwei Wochen auch mit dabei waren, die wissen das. Ich habe gerne öfter mal dieses Bild der letzten Untertasse mit gezeichnet, weil das immer wieder so ein Signal ist, wenn danach positive Impulse kommen, dass man tatsächlich auch diesen Widerstand hier durchbricht. Bei Uber war es diesmal der Fall und das kam daher, dass man positive Gewinne erzielt hat, ersten Unternehmensgewinne, einen positiven Ausblick geliefert hat und ja, man dementsprechend auch jetzt mal wieder wirklich mit positiven Tendenzen hier rechnen kann, was das Geschäft betrifft. Auch ein Aktienrückkaufprogramm gab es, was den Kurs weiter gestützt hat. Ja, und das hat dazu geführt, dass die Aktie hier um 15% gestiegen ist. Dann, wie gesagt, ein kleiner Sonderfall, kann man so sagen, denn Super Microcomputer haben vielleicht einige von euch in den letzten Wochen bis Monaten mitverfolgt. Wurde so ein bisschen auch als ähnliches Pendant zu Nvidia nur ein bisschen kleiner gesehen. Hier gab es eigentlich eine Rallye, die ungebrochen war und das war auch wieder so in der letzten Woche. Allerdings muss man sagen, hat sich das Bild so ein bisschen dann wieder verändert und deswegen springe ich gerade mal rüber und zeige euch das in der letzten oder sehr kurzfristig, denn das ist das Bild hier von Super Microcomputer. Wir sehen also diese Rallye, die sich hier ausgebildet hat in den letzten Wochen, insbesondere wie gesagt seit Start des Jahres und die Rallye war eigentlich ungebrochen, ist dann aber doch deutlich eingebrochen jetzt hier. Wir sehen es mit minus 20%. Das heißt, das, was wir mit plus 36% zwar gut gemacht haben, ist jetzt hier deutlich wieder zurückgegangen. Das heißt, wir haben diese Höhe hier erstmal nicht halten können. Man sieht aber, die Volatilität ist hier durchaus gegeben. Also ein ganz spannender Titel, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz und den Hype auch um das Thema in vielerlei Hinsicht geht. Dann Delivery Hero auch immer mal wieder im Fokus als großes deutsches Lieferdienstunternehmen. Hier muss man sagen, gab es mal positivere Zeichen. Erholung zeichnete sich so ein bisschen ab. Der Umsatz ist gestiegen. Auch die Bestellungen sind gestiegen. Grundsätzlich steigt auch der Erlös und man hat auch so einen positiven Ausblick erlebt oder generell gegeben. Man sieht aber auch hier, und das sieht man an der Delivery Hero Aktie hier an der Stelle mal ganz gut, ist es aktuell ein Tropfen auf den heißen Stein, kann man fast so sagen, für viele Aktionäre, die zumindest länger dabei sind. Also wir sind hier eine ganze Ecke wieder nach oben gesprungen und jetzt habe ich mir ein etwas größeres Bild hier skizziert seit 2022. Man sieht aber diesen Keil, der eigentlich seither ja so ein bisschen zuläuft und man ist eigentlich jetzt mal wieder über diese ja, langfristigere Unterstützungslinie hier drüber gesprungen. Vielleicht auch noch so gerade drum, je nachdem, wie man sie genau einzeichnet. Also es ist eine positivere Tendenz im kurzfristigen Zeitraum und auch was das reine Geschäft betrifft. Wenn man jetzt auf die Charts guckt, dann muss man sagen, kann sich da noch einiges besser entwickeln, zumindest für einige Aktionäre.
Und ja, ein weiterer lustiger Kandidat, kann man fast so sagen, ein weiterer Kandidat rund um das Thema Chips, rund um das Thema AI und KI. ARM als Chiphersteller, ich glaube, viele von euch haben es mitbekommen, ich habe es letzte Woche auch schon mal angesprochen, eine Aktie, die wirklich schon viel Wert auch hat, über 100 Milliarden wert ist und trotzdem immer mal wieder ja, hoch und runter springt, muss man sagen. Und ja, dieses Unternehmen hat sich jetzt an ja, ein bisschen fusioniert oder Nvidia hat sich zumindest an ARM auch beteiligt. Also man sieht so ein bisschen eine Synchronisation der Unternehmen. Es führte aber eigentlich so ein bisschen dazu, dass diese letzten Schwankungen von den letzten Tagen und Wochen auch weitergeführt wurden und dementsprechend auch hier weiterhin deutliche Volatilität zu sehen ist. Wir gehen nochmal weiter und gucken uns die Aktie von Coinbase an. Auch da an der Stelle für alle, die sich das dem nochmal etwas genauer widmen wollen. Wir haben vor kurzem die Aktie von Coinbase auch analysiert. Wenn ihr da auf unsere Aktienanalysen geht, ich schicke das Ganze gleich nochmal kurz in dem Chat. Da könnt ihr euch das Thema auch nochmal sehr, sehr deutlich angucken, denn wir haben genau über das gesprochen, was auch jetzt bekannt gegeben wurde. Das heißt, das Transaktionsvolumen nimmt wieder zu. Das heißt, der Umsatz ist wieder deutlich, deutlich angezogen. Man hat zusätzlich diese, ja, konstanteren Umsätze steigern können und damit hat die Aktie auch hier wieder ein positives Momentum bekommen. Man muss sagen, sie hängt dem Bitcoin noch so ein bisschen hinterher und auch an der Stelle, ihr kennt das Bild mittlerweile ganz gut, zeichnet sich so langsam eine Untertasse ab. Jetzt muss man sagen, gab es hier einen etwas zu positiven Impuls, also es ist fast so ein bisschen aus der Reihe gesprungen. Das reine Chartbild würde sich eher so an dieser Stelle hier grob abzeichnen. Man sieht aber, dass Coinbase trotzdem von den gestiegenen Bitcoin-Preisen halt profitiert. Wir sind jetzt hier nachhaltig eigentlich bei diesen über 50.000 angekommen. Und ja, man profitiert weniger als in der Vergangenheit vielleicht, weil viele sagen, okay, die Bitcoins fließen alle in die neuen ETFs. Allerdings zeichnet sich weiterhin ein positiveres Bild bei steigenden Bitcoin-Preisen. Ja, und das ist auch das, was eigentlich im Kern die Coinbase Earnings gesehen haben. Wie gesagt, unsere Analysen schicke ich dazu gleich gerne nochmal rein. Dann Rheinmetall, ähnliches Bild auch da. Vor kurzem haben wir eine Analyse zu gemacht. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Aber hier muss man sagen, hat es dazu geführt, dass auch hier die Rallye sich weiter fortgesetzt hat. Wir haben weiter sehr positives Momentum gesehen. Also deutlich positive Zuwächse hier auch bei Rheinmetall. Rein charttechnisch gibt es keine Besonderheiten. Wir müssen sagen, wir sehen hier weitere Hochs. Grundsätzlich liegt es halt daran, dass man ja, sich ein bisschen hochrüstet. Und wir hören es ja aus der Politik, dass immer mehr Rüstungsausgaben eigentlich auch getätigt werden sollen in ganz Europa, in Deutschland. Und am Ende profitiert Rheinmetall und auch Leonardo davon sehr, sehr deutlich. Und das haben wir tatsächlich auch bei Hensoldt und anderen Rüstungskonzernen gesehen. Spannend wurde es übrigens auch bei Stellantis und bei Twilio, kommen wir gleich zu. Stellantis hat ja so ein bisschen eine Wandlung auch durchlebt und so ein neues Rebranding eigentlich geschafft. Und das scheint sich aktuell zumindest recht positiv in den Kursen wiederzuspiegeln und auch in der Unternehmensentwicklung. Also es gab einen Gewinnanstieg, es gab einen Umsatzanstieg. Renault hat sich auch wieder deutlich gefangen und verbessert. Das heißt, hier wird der Ausblick positiver und es scheint diese ja, Kombination bei Stellantis und auch halt bei Renault halt zu einem positiven Momentum zu führen. Es bleiben die großen Problemsteine so ein bisschen bestehend. Viel Konkurrenz aus Asien, viel Konkurrenz rund um den Elektromobilitätsmarkt, aber ja, zumindest positive Zahlen. Und zuletzt hatten wir Twilio, auch eine Aktie, die zuletzt sehr, sehr stark gestiegen ist oder zumindest im Verhältnis der letzten Monate stark gestiegen ist, auch mit um die Erholung der Aktienmärkte. Jetzt muss man sagen, kann man effektiv sagen, dass die Zahlen nicht die Markterwartungen getroffen haben. Sie haben ungefähr die Erwartungen des Unternehmens getroffen. Allerdings hatte man sich hier ein etwas positiveres Bild erhofft. Vielleicht auch, dass das Geschäftsvolumen sich weiter ausweitet. Grundsätzlich kann man aber sagen, das Wachstum bleibt beständig. Ich fand die Zahlen gar nicht so schlecht, denn sie haben eigentlich genau das Bild skizziert, wo Twilio hin möchte. Das heißt, man möchte adjustiert zumindest seinen Gewinn ja, nachhaltig steigern. Das heißt, man möchte in ein positives Gewinnumfeld hervorrücken und das hat sich an vielen Ecken schon wieder gezeigt, auch wenn es in den ganz harten Konzernregelungen
oder Konzertrechnungslegung noch nicht sich verdeutlicht hat. Aber ja, der Markt hat es nicht gut gefunden, minus 15% dementsprechend für die Twilio-Aktie. Gucken wir auf das, was diese Woche noch ansteht, denn wir haben ja noch einige Earnings, die quasi anstehen. BHP übrigens haben wir auch letzte Woche zugesprochen, eine große Rohstoffmine, die jetzt auch weiter ja, Zahlen vorlegen wird. Wir haben Walmart, die jetzt wieder auf Höchstkursen zuletzt auch waren. Meistens nicht viel Bewegung um die Ergebnisse, aber auch hier ist immer wieder so ein ganz guter Indikator, wie es denn um die generelle Wirtschaftslage in den USA steht. Also wie viel Geld geben die Konsumenten gerne aus? Das werden wir bei Walmart so ein bisschen auch raushören. Home Depot tatsächlich ganz spannend und an der Stelle gehe ich nochmal gleich auf den Chart von Home Depot, denn die Aktie hat sich ja so ja, in verschiedenen Phasen eigentlich entwickelt. Wir hatten diesen extremen Ausbruch, den wir gesehen haben 2021, alle waren zu Hause, es gab die Pandemie, es gab Lockdowns, es wurde viel eingekauft, um das eigene Zuhause quasi aufzuhübschen und dementsprechend waren die Erwartungen an Home Depot auch sehr, sehr hoch. Das Ganze hat sich dann wieder abgekühlt, nachdem die Lockdowns vorbei waren und wir in eine generelle schlechtere wirtschaftliche Lage gerutscht sind. Seitdem hat sich die Aktie hier in so einer Seitwärtsphase entwickelt und oder bewegt und ist jetzt aber ja aus dieser Seitwärtsphase ausgebrochen. Und jetzt muss man sagen, gibt es so ein paar wichtige Chartlinien, die da eigentlich ins Spiel kommen. Zum einen haben wir diesen Widerstand, der sich hier auch ausgeprägt hatte, der jetzt einen relativ starken Unterstützungspunkt auch zeigen könnte. Zum einen haben wir hier oben einen Widerstand, der relativ nah ist, bei so um die 3%. Und danach hat man so bis 12% ungefähr bis zu dem nächsten Hochs. Und wenn man jetzt so ein bisschen darauf schaut, ja, wie waren in der Vergangenheit so die Ergebnisse von Home Depot, ich habe das hier mal von Tipranks diesmal mitgebracht, und da sieht man, dass man grundsätzlich eher positiver abgeschnitten hat, wenn auch nicht überragend gut, aber grundsätzlich war die Tendenz eher positiver von dem, wie die Unternehmen dann wirklich Zahlen vorgelegt haben gegenüber zu den Erwartungen. Das heißt, die Erwartungen sieht man hier in diesem etwas kräftigeren, dunkleren Ton, während das, dieser hellere Ton dann einmal wirklich die, die wirklichen Zahlen hier in Form des, der Earnings per Share, also der Gewinn pro Aktie, darstellt. Und da sieht man, hat Home Depot in der Vergangenheit eher positiv überrascht, insbesondere auch in Phasen, ja, wo man vielleicht das Ganze nicht so sehr erwartet hat. Jetzt stehen, wie gesagt, die nächsten Zahlen hier an und man muss grundsätzlich sagen, die Erwartungen sind nicht besonders hoch, also es wird erwartet, dass das Ergebnis sich eine ganze Ecke verschlechtert. Man sieht es hier, also die schlechtesten Ergebnisse eigentlich seit diesem Boom rund um das Jahr Q4 2021. Das heißt, die Erwartungen sind nicht allzu hoch und wenn wir jetzt zurück ins Chartbild gehen, dann könnte man sagen, okay, der nächste Widerstand, der das Ganze dann am Ende unterstützen wäre, wäre bei 5,5% und wenn das Ganze vielleicht positiven Anklang finden würde, gäbe es aber tatsächlich auch ja, ganz gute Wege, um auch neuere, höhere Kurse hier kurzfristig zu erreichen. Das zu Home Depot, wir gehen weiter in unsere Übersicht Palo Alto. Steht an Cyber Security, ihr kennt das ähnlich hier bei CrowdStrike, die wir auch öfter hier besprechen, sehr positives Bild, insbesondere nachdem Cyber Security auch immer wieder sicherer Sicherheit vermittelt und dementsprechend im Fokus vieler Staaten und auch Unternehmen steht, dementsprechend auch hier die Aktie in einem sehr, sehr positiven Trend, scheint charttechnisch nicht so viel zu sehen, außer dass der Trend sehr positiv ist. Realty Income, ein bisschen anderes Bild, da geht es natürlich sehr stark auch um das Thema Zinsen, wie entwickeln sich die Zinsen, da geht es um am Ende Immobilien, Vermietung und ja, natürlich, wie gesagt, zinssensitiv sind diese Titel allemal. Dann Nvidia natürlich als eines der größten Highlights der Woche, die Zahlen sind wieder sehr, sehr spannend. In der letzten Vergangenheit hat man gesehen, dass die immer wieder übertroffen wurden, auch von Nvidia und es grundsätzlich positive Impulse gab. Allerdings muss man sagen, ist die Aktie natürlich mittlerweile auch auf einen sehr, sehr hohen Ständen gelaufen. Also man kann sagen, Höchstkurse über Höchstkurse wurden hier regelmäßig erreicht. Ich kann das Ganze ja mal ganz kurz einmal hier hervorholen, damit ihr wisst, wovon ich grundsätzlich spreche, für alle, die die Aktie sich vielleicht nicht allzu oft angucken und nur positive Nachrichten hören. Also das Momentum ist
deutlich positiv weiterhin von Nvidia gewesen. Kurze Konsolidierungsphase, aus der man immer wieder auch durch positive Ergebnisse herausgebrochen ist. Dementsprechend jetzt hier die Frage, wie wird es bei den neuen Ergebnissen sein? Mittlerweile fast 2 Trillionen quasi, also 2 Billionen in quasi US-Dollar in europäischer Sprache gesprochen, kann man so sagen, an Marktwert. Also mehr Wert als Amazon, also enormen Run gehabt über die letzten Zeit und dementsprechend natürlich auch die Ergebnisse deutlich erwartet. Rio Tinto, Rivian, Fresenius, da gab es nicht allzu viel Besonderheiten. Ganz spannend wird es tatsächlich noch, wenn man sich mal die Allianz auch ansieht, denn bei Allianz gab es ja auch in der Vergangenheit eher einen positiveren Trend. Auch das sieht man hier so ein bisschen im vergangenen Chartbild. Einen positiveren Trend gefolgt durch eine Konsolidierungsphase. Wir kennen das Ganze so ein bisschen aus dem DAX natürlich. Aber wir sehen, ja, dass diese Konsolidierungsphase potenziell auch ein Indikator für einen Ausbruch sein kann. Wir sind hier eher am oberen Ende. Wir haben ein bisschen Puffer bis nach unten. Wenn wir uns jetzt aber die Zahlen angucken, kann man sagen, waren die in der Vergangenheit auch mal schlechter als erwartet. Nicht so einheitliches Bild, wie wir es vielleicht bei Home Depot gesehen haben. Überraschungen kann es natürlich immer geben, auch bei Home Depot oder auch bei der Allianz. Allerdings zeichnet sich hier kein klareres Bild, aber es bleibt ganz spannend und grundsätzlich war die Versicherungsbranche in den letzten Jahren halt eher positiv anzutreffen. Der letzte Kandidat im Bunde oder einer der letzten ist am Ende BASF, Warner Bros. Und die Telekom. BASF, muss man sagen, hat ja stark zu kämpfen, will sich gerade neu umstrukturieren, wird also spannend zu sehen, ja, wie stellt man sich neu auf. Warner Bros., ich glaube mittlerweile auf Tiefskursen von 2007, 2008, also die Branche muss weiter kämpfen. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei so 7, 8 Dollar angekommen, also wirklich Tiefskurse. Da kann fast nur ein positiver Impuls kommen, könnte man denken. Allerdings wurde man in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder des Besseren belehrt und die Aktie ist oft nochmal schrittweise nach unten gefallen. Und zuletzt die Telekom am Freitag, auch da nochmal so ein kurzer Blick auf den Chart, denn hier zeichnet sich dann mal wieder so eine etwas kurzfristigere, diesmal gesehene Untertasse ab im Wochenchart, die man hier so ein bisschen gesehen hat, eine Konsolidierung auf der Seitwärtsphase. Allerdings muss man sagen, ist dieser Widerstand, den wir oben sehen, doch relativ stark. Wir sind trotzdem neue Höchstkurse hier gewesen. Es wurde aber schon mal getestet, hier 2023. Man ist nach unten gelaufen, wieder nach oben und ist jetzt trotzdem wieder an diesem Widerstand abgeprallt. Also die Ergebnisse können hier gegebenenfalls Impulse liefern. Wenn wir wieder auf die Tip-Ranks, quasi Erwartungen blicken, kann man sagen, waren sie in der Vergangenheit bei der Telekom auch oftmals besser als die Erwartungen. Auch ein Auslöser davon, dass teilweise so leichte Trends ausgeübt wurden. Allerdings muss man sagen, kommt das zu großen Teilen mittlerweile aus der T-Mobile-Tochter. Wenn ihr euch dem Ganzen genauer widmen wollt, guckt euch auch da unsere Aktienanalyse zu an. Wie gesagt, Link poste ich gerade dazu ein. Da haben wir auch relativ stark über die Kombination von der Deutschen Telekom und T-Mobile gesprochen. Was steht doch sonst noch an? Wir haben die Entwicklung der Inflationsrate in den USA. Auch da gibt es ein paar neue News und insbesondere aber so ein bisschen die Entwicklungen der Wirtschaft werden wichtig. Es gibt ein paar Einkaufsmanager-Indizes, Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes. Es ist so ein bisschen das, was ich angedeutet habe an der einen oder anderen Stelle. Wünscht man sich jetzt, dass die Talsohle durchstritten ist und die Zukunft etwas positiver aussieht, auch was die Wirtschaftsdaten tatsächlich betrifft. Dementsprechend auch wichtig die Entwicklung des BIPs in Deutschland. Was steht bei uns diese Woche noch an? Heute Abend Aktienstrategiekurs Teil 10. Wir sprechen über Optionsscheine und Futures, 16.45 Uhr. Am Donnerstag dann Aktien Roundup. Da geht es um Adidas. Wir sprechen über die deutschen Sportgiganten und gucken uns nochmal an, wie da potenziell die Entwicklungen sind. Gab es ja auch viele Auf und Abs, viele Bewegungen im Management. Und wir wollen das Ganze am Donnerstag für Adidas angucken und am Freitag in diesem Fall, und deswegen steht es hier nochmal deutlich, um 15.45 Uhr in der Investmentwerkstatt. Diese Woche gucken wir uns dann wirklich den globalen Markt der Sportartikelhersteller an und machen eine Analyse dazu. Und ich würde sagen, das war fast eine Punktlandung, 10.59 Uhr. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne rein. Ich beantworte sie noch gerne und ansonsten sprechen wir darüber nächste Woche. Tatjana fragt noch ganz kurz, kannst du etwas über SAP sagen?
Auch da kann ich zum einen auf unsere Aktienanalyse verweisen, die wir auch vor 2 Wochen gemacht haben ungefähr. Wir können das Ganze im Chartbild aber gerne nochmal angucken, denn bei SAP sehen wir etwas Ähnliches, wie wir es ja in den vergangenen oder bei vielen Aktien zuletzt gesehen haben. Eine leichte Konsolidierung, die sich hier oben abbildet, ein bisschen auch kommt aus den zuletzt positiven Zahlen und dem positiven Momentum. Aktuell geht es da sehr, sehr stark um den Umbau des Konzerns von der Frage, wie schaffen wir es wirklich Software zu verkaufen hin zu einem Abo-Modell. Dieser Wandel des Konzerns hat zuletzt gut funktioniert und jetzt ist aber die Frage, na gut, wie schlüssig kann man das Ganze wirklich nachhaltig umbauen? Das Thema KI ist da auch wichtig. Denn auch da möchte SAP so ein bisschen Vorreiter sein, kleinen Unternehmen ein bisschen auf den Sprung helfen. Das so rein fundamental zu SAP, wenn wir auf das jetzt hier der Wochenchart, wenn wir aufs Chartbild ganz generell blicken, sehen wir das so ein bisschen, wie gesagt, ähnlich auch zum DAX. Nicht verwunderlich bei SAP als größtem deutschen Konzern. Eine leichte Konsolidierungsphase. Ja, hier wird es weiter spannend, wie sich das Geschäftsumfeld entwickelt. Wie gesagt, bei näherem Bedarf guckt euch gerne die Aktienanalyse von uns dazu an. Ich verabschiede mich an der Stelle und dann sage ich bis dahin. Tschüss.